Hallo zusammen, ich bin jetzt schnell der Special Guest von der Serena. Wir waren gerade in der Augenklinik. Wie man sieht, sind wir beide sehr glücklich, da sie Kontaktlinsen bekommen hat für ihre Weite. Wie ihr seht, hat sie keine Brille an. Und sie wollte jetzt ein paar Sachen erzählen, was sich verändert hat durch die Kontaktlinsen, wie sie sich fühlt. Und ja. Wie fühlst du dich? Also, der erste Moment ist natürlich immer komisch. Aber ich sehe jetzt die Welt irgendwie ganz anders. Es ist viel anders, als wenn man mit Brille ist oder keine Ahnung was. Und ich habe jetzt plus minus zwei Stunden gebraucht fürs linke Auge. Also fürs linke Auge habe ich länger gebraucht fürs rechte. Und ja, ich sehe es echt viel anders da. Die Welt ist viel schöner. Also, sie hat zwei verschiedene Augenfarben jetzt drin. Also, Kontaktlinsen drin. Verschiedenfarbig. Genau. Aber das sind jetzt nochmal die Testlinsen. Und die richtigen werden dann in der gleichen Augenfarbe, wie sie jetzt hat. Also genau. Also, jetzt habe ich grün und violett. Aber man merkt, ich glaube gar nicht, ich weiß es selber nicht. Das ist mit, damit du kannst rechts und links unterscheiden, genau. Wenn du musst putzen. Genau. Genau. Und wenn ich es dann wirklich habe, dann sind sie sozusagen nicht durchsichtig, weil es einfach dann schwierig ist zum Suchen und so. Sondern es ist dunkel, also blau und hellblau, um wirklich wissen, dass es rechts und links. Genau. Und wie siehst denn du jetzt das Zeug? Deutlich, oder? Ja, ich sehe alles viel. Es ist alles viel schöner. Schöner? Ja. Ja. Von der Farbe her oder von was? Nein, von der ganzen Art irgendwie. Mit der Brille habe ich es gar nicht so wahrgenommen wie jetzt. Die Brille war immer dreckig. Ja, das habe ich auch. Ja. Das schön, auch, das ja. Die Brille war immer verschmiert, dreckig, und jetzt hast du Kontaktlinsen wirklich auf der Linse drauf, auf dem Auge. Ja, es ist anders, das Gefühl, weil man hat keine Brille. Ja, und du hast nichts mehr auf dem Kopf jetzt. Genau, und es ist alles viel leichter und die Welt ist einfach viel schöner. Jetzt kannst du die normale Sonnenbrille wieder anziehen. Und wie lange musst du jetzt die? Wie lange darfst du jetzt die deine Augen? Also, circa drei bis vier Stunden heute. Und dann morgen darf ich so 5 Stunden. Und übermorgen darf ich so 6. Also bis zu 8 Stunden darf ich die jetzt anhaben. Und jeden Tag. Eine Stunde ich mehr. Ja, genau. Ja, aber nicht länger wie 8 Stunden hat. Genau, nicht länger wie 8 Stunden. Ja. Weil dann kann es sein, dass mein Auge dann anfängt zu brennen und so Sachen. Entzünden. Genau. Entzündung gibt und ja. Für ins Wasser muss ich die Linse abziehen, weil es könnte, ja. Wegen dem Chlor und allem, ja. Ja, weil genau. Erstens kann es sein, dass sie rausgehen. Ja. Und es kann dann eine Entzündung geben, die nicht gut ist. Und ja. Ja, jetzt müssen wir die Haie ein bisschen üben mit innen und rausnehmen, weil mit einer Hand wird das nicht einfach sein. Also beim rechten Auge kann ich es geschafft. Einmal. Aber beim linken ist es halt schwieriger, weil ich weiß nicht, was der Grund ja, ist. Aber weißt du was, Serena? Ja. Vielleicht könntest du denn das auch mal filmen? Ja, ich tue es sehr üben. Ja, ich tue es filmen, wenn ich das mal mache, wenn ich es mal kann, tue ich es mal filmen und dann ja, dann wie ich das mache. Und bis wann tust du jetzt das innen und raus? Also bis jetzt. Haben wir Zeit bis zur Operation, das ist bis nächsten Mittwoch. Was ist denn für eine Operation? Skoliose-Operation, Krümmung in der Wirbelsäule. Wird jetzt gerade gemacht, also verstieft und. Machst du wegen dem dann auch ein Video? Ja, wahrscheinlich schon, ich weiß noch nicht, aber ich glaube erst, wenn ich wieder auf die Beine bin. Und ja. Finde ich gut. Ich glaube, die Leute finden das auch gut. Ja, ich freue mich auch schon auf die Videos. Ich schaue die immer wieder. Ja. Also, ciao zusammen. Ciao. Das war ja unser kleines Video. Wir sind sehr glücklich. Ja. Ciao. Ciao. Macht's gut und ja, schönen Tag. Ciao.